Wenn du dein Motorrad abstellst, stellst du es immer sicher ab? Und was heißt eigentlich sicher abstellen? Wir quatschen da jetzt gleich mal drüber und ich erkläre dir das in dem Video hier. Also ich kenne das, mein Fahrlehrer, damals in der Fahrschule, der hat immer gesagt, am Ende der Fahrstunde, so Motorrad, Park- und Diebstahl sicher abstellen. Und das war sogar in der Prüfung dran. Du musstest dein Motorrad park- und diebstahlsicher abstellen können. Auf jeden Fall wurde das bei mir vom Prüfer auch abgefragt, was das bedeutet. Okay. So, also ich habe das gelernt. Ich weiß jetzt nicht, ob das überall so ist. Keine Ahnung. Mir wurde das wirklich so eingeprügelt, was das bedeutet quasi. Weißt du es noch, was es bedeutet? Also in Kurzform war es auf jeden Fall natürlich Motorrad aus, Lenkerschloss rein, Gang drin. Nee, Gang drin stimmt gar nicht. Gang drin habe ich immer gemacht, einfach so, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die meisten Leute machen Leerlauf rein, wenn sie das Motorrad abstellen, weiß ich gar nicht. Am Hang wäre es Quatsch. Das richtig, das ist wie angezogene Handbremse, wenn du den Gang halt drin hast. Genau. Aber ich glaube, oh scheiße, das ist schon so lange her, war es das? Ich denke ja. Und vor allem natürlich auch so abstellen, dass es nicht irgendwie in die Fahrbahn ragt oder ja, sowas. Ja, klar. Das gehört natürlich nicht auch auf Fußwege möglichst und so weiter. Genau. Also hier muss man vielleicht einfach mal grundsätzlich unterscheiden, wo stellst du das Fahrzeug ab und wann? Also das heißt, fangen wir vielleicht mal ganz normal zu Hause an. Also wenn ich zu Hause natürlich die Möglichkeit habe, ein Carport oder eine Garage, dann wäre es schon sinnvoll, das Motorrad da entsprechend reinzustellen und es dann eben trotzdem natürlich abzuschließen, gar keine Frage. Und auch in einer Garage. Leute, lasst bitte den Zündschlüssel nicht stecken. So eine Garage ist auch ganz, ganz schnell mal aufgebrochen. Und je öfter ihr vielleicht auch die Garage offen habt und irgendwie so Passanten vorbeigehen können, je nachdem, wie eure Wohnsituation ist, das sind natürlich immer so Sachen, da werdet ihr auch ausspioniert und da wird geguckt, was steht denn da. Und wenn es interessant ist, dann ist die Garage halt auch mal schnell geknackt. Das gehört halt auch dazu. Also Schlüssel definitiv nicht stecken lassen. Ich finde mal, dieses Thema Klauen hat man einfach überhaupt nicht auf dem Zettel. Auch nicht. Also man denkt so, ja, steht doch in der Garage, ist doch völlig safe. Aber also ich habe schon mitbekommen, dass von einem Kumpel, dem wurde der T4, also sein Transporter, das Auto, mit dem Motorrad hinten drin geklaut. Beides zusammen. Wie ätzend ist das denn? Da denkst du, ja, steht sicher in meinem Auto so ungefähr und dann klauen sie direkt beides. Das ist doch. Und heutzutage ist definitiv alles möglich und dementsprechend schaut einfach da, dass die Karre erstmal abgeschlossen ist. Also Lenkradschloss ist die eine Nummer, dann eben, dass der Zündschlüssel eben nicht mehr im Schloss steckt und dass dann eben, wenn vorhanden, die Garage eben auch abgesperrt ist. Dass das Motorrad sinnvollerweise noch mit so einer Pelerine, mit so einer Abdeckhaube überdeckt ist, schadet natürlich auch auf keinen Fall. Erstens mal, es staubt einfach nicht so ein oder vielleicht sogar in der kalten Jahreszeit. Es gibt so Korrosionsschutzpelerinen und so weiter und so fort. Hat dann natürlich auch was mit sicher abstellen zu tun, nämlich so sicher, dass ihr im Frühjahr dann keinen Rost habt. Da gibt es andere Videos für, da könnt ihr mal gucken, was einfach so dieses Einmotten entsprechend auch betrifft. Vor allem zum Beispiel auch, dass vielleicht die Räder vom Boden wegkommen. Also wenn ihr keinen Hauptständer habt, wo ja zumindest ein Rad so vom Boden wegkommt, dann gibt es ja auch eine ganze Menge Motorradheber, die man dann verwenden kann. Und dieser Mythos von diesem Standplatten, also dass sich der Reifen irgendwie so ein bisschen platt steht vorne und hinten, weil ja je nach Saisonkennzeichen oder je nach Winterpause so ein Fahrzeug vielleicht auch mal 3, 4, 5 Monate dann wirklich da rumsteht. Den gibt es auch, also der Standplatte ist schon Realität und dennoch ist es viel, viel schlimmer, gerade bei so Betonboden in der Garage, der zieht immer Feuchtigkeit an. Und die zieht er eben auch aus der Auflagefläche des Reifens und das heißt, so ein Reifen kann eben dann auch spröde werden und deswegen weg vom Boden hilft schon mal. Ich glaube, gerade wenn du Luftdruckverlust hast, ist so ein Stand, dass du dann Standplatten hast in dem Sinne, dass da dann sich der verformt und dann auch erstmal in dieser Form so ein bisschen bleibt. Weil das merkst du beim Fahren dann, ja. Ja, das ist. Das ist Kacke. Richtig. Also dementsprechend Luftdruck erhöhen ist die eine Nummer, aber wenn die Reifen vom Boden weg sind, ist einfach deutlich, deutlich besser. Und die Garage muss einfach auch abgesperrt sein. Und das wisst ihr selber besser, wenn ihr da nach Versicherungen und sowas Ausschau haltet. Es gibt hier und da auch entsprechende Rabatte, wenn die Versicherung eben weiß, Mensch, die Karre steht dann eben in der Garage und die ist auch noch abgeschlossen. Da kann man sich hier und da mal ein paar Euro sparen. Ja? Aber ihr müsst es eben auch machen. Das ist jetzt mal so zu Hause. Und wenn ihr das Ganze irgendwie unter einem Carport habt, wo der Zugriff natürlich ein ganz, ganz anderer ist, ihr könnt natürlich ein Motorrad jederzeit auch irgendwie
ja, noch anschließen. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Abschließen, das ist irgendwie so dieses Lenkerschloss, aber auch zum Beispiel ein Bremsscheibenschloss, da ist es auch abgeschlossen, aber es ist noch lange nicht angeschlossen. Und angeschlossen ist immer geiler. Das heißt, ihr fixiert das Motorrad irgendwie an einem festen Punkt. Das kann dann eben beim Carport irgendwie so ein Pfosten sein. Das kann, wenn ihr unterwegs seid, irgendwie ein Verkehrszeichen sein oder irgendwie so ein Poller, der am Boden befestigt ist. Anschließen ist immer besser als abschließen. Und lieber den vermeintlichen Dieben ein bisschen mehr Arbeit machen, weil wenn dann vielleicht auch mehrere Fahrzeuge, die man klauen könnte, zur Verfügung stehen, dann wird sich der Dieb immer das suchen, wo es am einfachsten und am schnellsten geht. Diebe wollen keine Zeit aufwenden, also wenig Zeit, und die wollen, wenn es geht, auch keine Geräusche machen. Also es muss relativ lautlos ablaufen, und alles, was das verhindern kann, nämlich irgendwo angeschlossen zu sein oder eben auch Schlösser zu verwenden, die man erstmal knacken muss, und das mit schwerem Gerät, dann ist es deutlich, deutlich besser, wenn ihr euch so Abhilfe geschaffen habt und der Dieb dann lieber auf ein anderes Fahrzeug ausweicht. Also da haben wir jetzt zu Hause geklärt und auch schon so ein bisschen das beim Unterwegssein. Also wenn ihr Motorrad fahrt und vielleicht hier und da mal touristisch unterwegs seid, dann muss das Moped ja auch abgestellt werden. Schön ist, wenn ihr im Eiscafé sitzt und ihr könnt es noch sehen auf der Straßenseite gegenüber oder sowas. Das ist immer das Geilste überhaupt. Dieses Anschließen auf einer Tour gestaltet sich insofern immer etwas schwierig, weil so ein Kettenschloss, und die gibt es in den verschiedensten Ausführungen, die Dinger nehmen Platz weg, die Dinger sind schwer und ihr müsst sie halt auch transportieren. Das auf der ganzen Tour, die ihr fahrt. Kommt bitte nicht auf die Idee, das irgendwie der Freundin oder dem Freundinnen in den Rucksack reinzupacken. Er wird sich schwer bedanken. Und je nachdem, was ihr überhaupt für Gepäcklösungen am Motorrad habt, dann ist das halt was, was Platz wegnimmt und was, wie gesagt, viel, viel wiegt. Und das kommt halt noch dazu. Aber die Option, dann ein Fahrzeug irgendwo fest anzuschließen, ist immer die bessere. Oder auch zwei Motorräder zusammen. Die werden dann nämlich auch schon wieder viel, viel schwieriger irgendwie in ein Fahrzeug verfrachtet, weil sie eben zusammenhängen. So ein Bremsscheibenschloss gibt es ja auch zuhauf. Die sind schon ziemlich klasse, weil sie ja zumindest das Vorderrad blockieren. Und dementsprechend kann dieses Motorrad nicht weggerollt werden. Aber, jetzt kommt das kleine Aber, so ein Skateboard und dann das Vorderrad mal schnell draufgewuchtet. Und schon kann ich die Karre überall hinziehen, vielleicht in die nächste kleine Gasse, und kann da in Ruhe dran arbeiten. Ich will jetzt hier keine Angst machen, und diese Bremsscheibenschlösser funktionieren auch auf jeden Fall. Aber sie sind halt, ja, nicht des Rätsels Lösung sozusagen. Und ihr dürft sie natürlich auch selber nicht vergessen. Dafür gibt es aber auch so komische Erinnerungskabel. Die kann man sich dann unten von der Bremsscheibe hoch an den Lenker ziehen. Weil losfahren mit Bremsscheibenschloss nicht gut. Macht definitiv auch keinen Spaß. Ja, aber anschließen ist einfach so das A und O. Und wenn ihr nicht jemanden Schäferhund dabei habt, den ihr da irgendwie festbinden könnt. Ich sag mal so, jetzt das Bremsscheibenschloss ist natürlich so für den vorbeikommenden Dieb, der jetzt so durch Zufall, oh, da steht ein Motorrad, hemmt natürlich, würde ich jetzt mal sagen, schon mehr. Natürlich. Aber der jetzt losgeht mit der Intention, ich habe jetzt hier meinen Transporter, ich will jetzt hier das Motorrad klauen. Den wird es nicht aufhalten. Richtig. Obwohl, du kannst ja auch so ein Ding mit Alarm. Genau. Aber erstmal zu dem normalen Bremsscheibenschloss zurück. Also wenn da jetzt 10 Motorräder stehen und 2 haben ein Bremsscheibenschloss dran, dann sind die anderen 8 erstmal potenzielles Opfer. Die sind sehr kompakt, die sitzen sehr, sehr knapp eben an der Bremsscheibe. Das heißt, die bieten wenig Angriffsfläche. Das heißt, da kommst du auch mit irgendwelchem Gerät schwer ran. Da brauchst du ein bisschen Zeit für. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber eben tatsächlich bedenken, man kann, das Vorderrad ist zwar für den Moment blockiert, aber man kann sich da behelfen. Die mit Alarm sind definitiv eine coole Geschichte. Allerdings kann ich euch da auch nur raten, wenn ihr einen gewissen Zugriff drauf habt. Also wenn ihr zu Hause seid und das Motorrad irgendwie unten auf dem Gehweg parken muss, weil es gar nicht anders geht, dann ist so ein Alarmschloss definitiv nicht doof, weil ihr seid ja dann nicht weit weg. Ihr hört es. Im schlimmsten Fall geht das Ding aber auch mal mitten in der Nacht los. Warum? Weil vielleicht Nachbars Katze drauf springt oder weil die Pellerine, die ihr drüber geschmissen habt, die Abdeckplane, wenn da der Wind reinfährt, gibt es auch eine gewisse Bewegung. Und diese Teile sind manchmal eben sehr, sehr empfindlich. Und eure Nachbarn werden sich vielleicht bedanken, wenn das Teil ab und an mal einen Fehlalarm auslöst. Solange ihr den abstellen könnt, ist alles cool. Aber wenn ihr nicht zu Hause seid, zum Beispiel in der Arbeit, und das Motorrad steht da, naja, die werden euch nicht unbedingt fröhlich begrüßen, wenn ihr von der Arbeit zurückkommt. Das müsst ihr einfach entsprechend bedenken. Und ob es vielleicht aber auch den einen oder anderen Nachbarn, je nachdem wo ihr wohnt oder wo ihr das Fahrzeug parken müsst, überhaupt interessiert, wenn da ein Alarm losgeht, ja, schlagen die dann wiederum selber Alarm oder gucken oder interessiert sie gar nicht. Ja? Das muss halt auch einen Sinn und Zweck erfüllen. Auch wenn ihr eben auf Gehwegen parkt, weil ich das gerade angesprochen habe, schaut bitte, auch Motorräder müssen hier und da Parkscheine lösen. Und jetzt lassen die sich natürlich am Motorrad ganz beschissen anbringen. Aber auch da ist es so,
ihr müsst es tun. Bei einigen dieser Parkscheine sind dann auch so Abreiß Zettelchen eben noch dran als Nachweis. Das heißt, das eine belasst ihr am Fahrzeug. Das geht am besten mit Klebeband irgendwie auf dem Hauptscheinwerfer. Und diesen Kontrollabschnitt, den nehmt ihr dann mit, falls einer euch dieses Ding runterreißt, dass ihr, wenn ihr eine Strafe kriegt, eben immer noch sagen könnt, nein, ich habe damals gelöst. Auch das zählt zum sicher Abstellen, dass ihr nämlich hinterher noch irgendwie einen bösen Brief bekommt. Ihr müsst auf jeden Fall auf gekennzeichneten Flächen, wenn ihr die einnehmt, also eine Parkfläche einnehmt, und selbst wenn ihr euch mit dem Motorrad sagt, naja, ich parke ja hier nur die Hälfte voll, hier würde ja normalerweise ein Auto reinpassen, ihr seid trotzdem verpflichtet, so einen Parkschein zu lösen und ihr müsst ihn eben auch sichtbar am Fahrzeug anbringen. Muss man eine Parkscheibe theoretisch benutzen? Ja, musst du tatsächlich auch. Wie soll man denn eine Parkscheibe benutzen? Gibt es Motorradparkscheiben? Es gibt einerseits Motorradparkscheiben, die sich an der Gabel irgendwie befestigen lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, du kannst dir eine standardmäßige holen und lochst die ganz einfach und machst sie mit dem Kabelbinder dann fest. An der Gabel zum Beispiel. Das klingt auch noch so nicht zu Ende gedacht irgendwie, ne? Ja, richtig. Aber andererseits ist es so, das Motorrad ist genauso das Kraftfahrzeug wie das Auto eben auch. Klar. Und die Vorschrift bei diesem Parken auf öffentlichen Plätzen gilt dann eben. Ja. Und da wird dann eben keine Ausnahme gemacht. Nee. Nur das Handling für die Motorradfahrer ist einfach deutlich komplizierter. Ja, ja. Und das ist aber eben wichtig, dass es dann eben auch keine böse Überraschung gibt, wenn ihr dann auf den oder zum Fahrzeug zurückkommt. Und hier und da hat man aber auch mal die Möglichkeit, vielleicht das Motorrad wirklich abseits von Gehwegen oder sowas irgendwo abzustellen, was ich euch auch nur rate. Es geht ja nicht immer nur darum, dass da jemand irgendwas klauen will. Es geht ja auch darum, dass vielleicht touristisch eine Menge los ist. Und bevor euch da jeder mit seiner Handtasche oder mit seinem Rucksack irgendwie gegen die Karre schrammt, kann man ja vielleicht auch dafür sorgen, dass die einfach ein bisschen abseits steht, dass da nicht jeder hinkommt. Ja? Das ist ja auch schon mal ganz, ganz wichtig. Umkippen ist natürlich auch noch so eine Sache. Das ist dann vielleicht so, wenn man irgendwie so einen Campingurlaub geplant hat oder überhaupt vielleicht auch ein bisschen an den Strand fährt, Waldwege nutzt und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten Maschinen haben nun mal einen Seitenständer und dann lastet das ganze Gewicht der Maschine auf diesem winzigen Fuß. Ja, und der sackt natürlich dann auch sehr, sehr schnell irgendwie in den Waldboden ein, in den Sand ein. Und da ihr ja wahrscheinlich nicht immer ein Stück Holz oder einen kleinen Stein dann gleich zur Verfügung habt, geschweige denn mit euch rumfahrt, gibt es eben auch so Seitenständerverbreiterungen, so Unterlagen, die gibt es zuhauf zu kaufen. Die dann unterlegen, dass das Moped immer sicher steht, kann auf keinen Fall schaden. Mit einem Hauptständer sieht das Ganze schon wieder ganz, ganz anders aus, weil da steht die Maschine auf jeden Fall schon mal gerade und eben nicht zur Seite geneigt. Und die Auflageflächen eines Hauptständers sind auch deutlich größer. Aber auch da, trotzdem Obacht, einfach mal den Untergrund überprüfen. So ein Motorrad, was erstmal eingesunken ist, beziehungsweise dann komplett auf der Seite liegt, das macht auch nicht unbedingt Spaß, das dann entsprechend aufheben zu müssen, unabhängig von dem Schaden, den es vielleicht an Verkleidung, Spiegeln, Blinkern, wo auch immer gibt. Genau, also wir haben Diebstahl, hoffentlich so einigermaßen ausgemerzt, schließt das Motorrad an, stellt es jetzt nicht so offensichtlich tatsächlich hin, im öffentlichen Straßenverkehr nutzt die entsprechenden gekennzeichneten Parkflächen, ganz, ganz wichtig, und dann müsst ihr eben auch blöderweise einen Parkschein lösen oder eben eine Parkuhr anhängen, das gehört ganz genauso mit dazu, also eine Parkscheibe. Umkippen ist das nächste Thema, sorgt einfach immer für einen entsprechend festen Stand. Mit Pelerinen, Abdeckhauben in den verschiedensten Ausführungen sorgt ihr eben auch dafür, dass eine Maschine bei längerer Standzeit ja weder verstaubt, vielleicht auch nicht rostet. Ich habe schon gesagt, da gibt es andere Videos für. Es gibt auch spezielle Sprays, die man dann bei längerer Standzeit, gerade beim Überwintern, auf die Fahrzeuge aufbringen kann. Und eben auch dieser, ich nenne es jetzt mal Vandalismus, also dass da wirklich jeder an meinem Motorrad vorbeischrammt, stellt es doch einfach nicht so offensichtlich hin, sondern eher immer ein bisschen abseits. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, was macht ihr mit den Klamotten, die ihr so dabei habt? Man kann natürlich seinen Helm irgendwie am Fahrzeug lassen. Das ist bestimmt auch sinnvoller, als ihn vielleicht mit sich rumzuschleppen, wenn man irgendwie durch die Stadt schlendern möchte. Aber dafür braucht es schon wieder ein anständiges Koffersystem. Da kann ich dann auch die Jacke mit reinpacken, ist alles cool. Ansonsten den Helm am Fahrzeug irgendwie anzuschließen, die Möglichkeiten gibt es. Ich kann das genauso mit dem Kettenschloss machen, mit dem ich das Vorderrad zum Beispiel oder überhaupt das Motorrad sichere. Aber dann ist da der Helm auch jedem ausgeliefert, der da vorbeikommt. Vielleicht auch dem Hund, der dringend gerade mal muss. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also hier und da muss man dann als Motorradfahrer vielleicht sicher seine Sachen mit sich rumschleppen. Das geht nicht anders. Oder eben ja, das Risiko eingehen, dass da jemand irgendwas mit den Klamotten anstellt, während ich nicht da bin. Was gibt es noch? Wichtig ist zum Beispiel auch, das gibt es ganz, ganz neu. Seit einigen Jahren jetzt ist so GPS-Tracker. Die kann man im Fahrzeug natürlich auch verbauen. Das Coole an diesen Dingern ist,
dass egal wo ich bin, es gibt Modelle, da ist da eine SIM-Karte mit eingebaut und dann kriege ich mit der entsprechenden Handy-App auch eine Nachricht auf meinem Handy. Oh, guck mal, da macht sich gerade irgendjemand an meinem Motorrad zu schaffen. Oder er bewegt es halt auch tatsächlich nur. Das muss nichts Schlimmes sein, aber ich habe immer die Kontrolle. Ist natürlich schöner, wenn ich dann einigermaßen vor Ort bin und gleich gucken kann, wenn ich in der Arbeit sitze und das feststelle, da muss ich natürlich irgendwie gucken, dass da vielleicht mal einer nach dem Rechten schaut. Und andererseits ist es aber eben auch so, dass selbst wenn dann das Motorrad geklaut wird, ihr über diese App jederzeit nachvollziehen könnt, wo das Fahrzeug gerade unterwegs ist, dann natürlich Polizei rufen. Und die kann aber anhand der App wunderbar nachvollziehen, wo bewegen die sich gerade. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Aber so für das ruhige Gewissen ist so ein GPS-Tracker eine richtig, richtig coole Sache. Und ich kenne das nur, wenn meine Frau mal in die Garage geht und ihr Fahrrad rausholt, dann muckt mein Teil da schon rum und sagt, oh, irgendjemand ist da am Motorrad. Weil das Ding wirklich so genau reagiert, dass eben allein schon die Bewegung vom Garagentor öffnen dazu führt, dass der mir einmal Bescheid gibt. Und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So ein GPS-Tracker gibt es von verschiedenen Marken, funktioniert natürlich immer ein kleines bisschen unterschiedlich und ihr könnt diese Empfindlichkeiten auch teilweise einstellen. Also es ist nicht so, dass ihr ja wegen jeder kleinsten Bewegung dann auch tatsächlich eine Meldung bekommt und nichtsdestotrotz, also wie gesagt, lieber die eine Meldung mehr als eine zu wenig. Also schaut mal, was es da alles so gibt. Also Kettenschloss, nie verkehrt, wiegt ein bisschen was, braucht eine Menge Platz, aber ist eine sichere Sache. GPS-Tracker kann auf keinen Fall schaden, vielleicht auch für die ein oder andere Ehefrau oder den Ehemann, der sagt, Mensch, wo treibst du dich denn wieder rum? Vielleicht ist das dann auch für den einen oder anderen interessant. Und ansonsten schaut einfach, dass ihr das Fahrzeug nie so präsentiert und überhaupt erstmal zum eventuellen Diebesgut macht, indem er immer zeigt, oh, guck mal, was ich Schickes habe. Nein, einfach ruhig ein bisschen verheimlichen und ein bisschen abseits der Straße entsprechend parken und dann eben auch sicher abstellen, also das heißt auf festem Untergrund oder für den festen Untergrund sorgen. Und dann ist im Grunde nach alles gut. Also, sorgt einfach ja, für euer Schätzchen, für euer Baby, dafür, dass das Motorrad einfach immer sicher steht. Und was sicher beinhaltet, habe ich euch jetzt gerade so ein bisschen versucht zu erklären. Guckt doch einfach mal in der nächsten Louis-Filiale vorbei. Wir haben da eine Menge Zeug für euch und lasst euch einfach beraten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.